Ja, hallo liebe Retro-Freunde, hier ist der CD von Nextcam und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendung 15 Minutes of Game. Ja, heute gibt's nichts Altes, sondern was Neues und zwar was Neues für eine alte Konsole und viele von euch können sich vielleicht noch an mein Review zu dem Titel Downfall für den Atari Jaguar erinnern. Ja, das hatte ich auch schon vor einer Weile gemacht und das hier ist die Version, die damals für das Jaguar CD auf dem eJack Fest verkauft wurde für ein paar Euro. Ja, und die Jungs von Reboot waren jetzt so nett, ein Update des Spiels zu machen. Das kommt jetzt in Kürze auf Card, kann man noch bestellen. Und ja, ich habe jetzt vorab von denen schon mal ein kleines Muster bekommen. Und ja, das werde ich euch gleich mal ein bisschen vorstellen. Und ja, man hat einiges verbessert in dem Spiel. Das gibt es jetzt als ersten Card-Release auf Modul für den Jaguar von Reboot. Ja, die Möglichkeit zum Bestellen zeige ich euch gleich noch im Video und steht auch unten in der Beschreibung. Viel Spaß! So, da sind wir im Spiel. Und ja, wollen wir mal gucken, was uns erwartet. Erstmal das schöne Intro. Ja, wie ihr jetzt schon im Titelbild sieht, ist an der Grafik hat sich etwas getan. Jetzt haben wir einen etwas farbenfrohere und intensivere Hintergründe. Downfall Plus, der Titelscreen. Ja, oben links steht in der Ecke Jackpad. Das heißt, man kann auch, es gibt auch die Möglichkeit, mit dem 6-Button-Controller mit den L- und R-Tasten zu laufen. Ein Rotary-Modus ist auch eingebaut worden. Wer mit dem Rotary-Controller spielen möchte, der kann das dann auch tun. Ja. Oben rechts in der Ecke steht der Webcode, das heißt, Highscores kann man auf der Reboot-Seite eintragen. Ich bin mir sicher, die Jungs werden auch wieder irgendeinen Highscore-Contest oder sowas machen, wie es in den vorangegangenen Spielen schon war. Ja, untergelaufen die Score. Tja, was anderes zeige ich euch gleich noch im zweiten Durchgang. Da freue ich mich besonders drüber. Vielen Dank. Aber das zeigen wir euch. Ja, das Spiel ist mega einfach. Wir starten einfach das Spiel und ja, dann wollen wir mal loslegen. So, Ziel ist es einfach, man läuft wirklich nur von links nach rechts und versucht nicht runterzufallen. Wenn man den Bildschirm oben oder unten berührt, ist Spiel vorbei. Ja, der Hintergrund ist ja, wie ihr sehen könnt, für den Card Release deutlich aufgebaut worden. Ursprünglich war es so, dass das Spiel im 2 MB RAM des Jaguars geladen wurde und dort lief. Jetzt läuft es vom Modul, hat 4 MB Speicherkapazität, wobei ein Großteil halt auch für die Hintergrundgrafiken draufgegangen sind, die wirklich von der Falcon-Version übernommen worden sind. Ja, auf der Falcon-Version gab es ja auch einige Hintergründe und Modis und so. Ja, und hier gibt es jetzt die schönen Hintergrundgrafiken. Ja, Ziel des Spiels ist halt wirklich nur so lange wie möglich überleben. Highscore-Modus und hier der Super-Downfall-Sprite ist der Barry Superfly aus Superfly, aber noch als kleiner dicker Junge, der den ganzen Tag nur Candy essen will, also die ganze Zeit nur gezuckerte Früchte. Ja, und es gilt, die einzusammeln. Eine sehr ungewöhnliche Story-Idee, aber warum nicht? Ah! Ja, Game Over. Ja, das ist es auch schon. Also geht wirklich. Das Spiel macht extrem süchtig. Also man fängt immer und immer wieder an, versucht seine Highscore zu knacken. Und dadurch, dass es wirklich so einfach und simpel ist, macht das wirklich mega Spaß. Und es wird auch mit der Zeit immer schwerer. Also ich versuche jetzt mal ein bisschen weiter zu spielen, ein bisschen länger zu überleben, damit man ein bisschen was sieht. Es gibt auch noch Extras, Boots zum Jumpen, dann kann man über Löcher springen. Oder ein paar Ballons, mit denen man langsamer fliegt, also mit denen man langsamer fällt, dann ein bisschen besser lenken kann und noch korrigierend eingreifen. Ja, ansonsten geht es halt, Früchte einzusammeln und je weiter man kommt, desto größer werden die Bonis. Boah, Glück gehabt. Was ich mir noch gewünscht hätte bei dem Spiel wäre einen parallelen Zwei-Player-Modus, das heißt, dass zwei Personen gleichzeitig nach unten laufen und fallen lassen, sodass man auch den anderen mal anmeckern kann. Wenn man wegen dem verliert, dass halt beide Personen versuchen müssen zu überleben. Ich glaube, das hätte der ganzen Sache noch ein bisschen Feuer gegeben. Diesmal bei 580. Ja, eine andere Kleinigkeit, die ich euch noch zeigen muss, ist, ihr habt vielleicht das Review zu meinem Downfall-Video, also das Downfall-Video-Review gesehen. So. Und ja, da hatte ich noch meine alte Kamera und das war nicht sehr. Die Framezahl war nicht sehr ansprechend und ja, da hatten sich die Jungs von Reboot ein bisschen drüber lustig gemacht über dieses legendäre Video-Review und haben jetzt für Downfall Plus den Heiko-Modus eingebaut. Den kann man auf der 5 aktivieren, wie hier oben steht. Jetzt steht oben Heiko.
Das ist eine besondere Ehre für mich. Ja, und wenn man den startet, starten wir mal und dann sieht man, dass der Sprite wie in meinem Video-Review extrem krasse Schlieren zieht und hinterherläuft. Ist ein nettes Gimmick, hat keinerlei spielerische Auswirkungen. Aber für mich ist es natürlich eine besondere Ehre, im Spiel aufgenommen worden zu sein. Das finde ich natürlich sehr witzig. Und ich spiele natürlich ausschließlich den Alco-Modus, ist ja klar. Ja, also noch was ein bisschen zum Release. Das Spiel ist jetzt im März 2014 käuflich erwerbbar, kostet 45 Pfund plus Porto. Erscheint auf einem 4MB-Modul mit Anleitung und in so einer Plastikbox. Die Leute, die Elenza bestellt haben, die kennen diese Plastikbox. Ich hätte mir eine Papp-OVP gewünscht, aber das wäre wahrscheinlich preislich nochmal deutlich teurer geworden und von daher kann ich auch mit dieser Plastikbox leben. Das Spiel gibt es jetzt nicht irgendwie im Shop oder so zu bestellen. Wer das Spiel haben will, schreibt einfach den Jungs von Reboot eine PN. Das ist entweder bei Atari Age, der Kevin und oder halt bei uns im NextGame Forum. Da gibt es auch den entsprechenden Downfall-Thread. Da könnt ihr einfach dem Kevin eine E-Mail, eine PN schreiben und ja, euch das Spiel sichern. Ja, ist es das Geld wert im Vergleich zum Gratis-Game? Es ist halt so eine Frage. Es hat ein paar wirklich interessante Neuigkeiten, wie die neue Grafik und neuen Soundtrack. Der ist ja auch ein bisschen neu gemischt worden. Ich finde es ganz cool gemacht. Jetzt seht ihr auch, wie sich der Hintergrund verändert und die Stage auch. Das ist ganz nett gemacht. Ich denke mal, die 45 Pfund für das Spiel auf Card ist halt auch ein bisschen Fansupport und viele haben halt auch kein Jaguar CD oder ein Skunkboard und von daher ist es sicherlich eine ganz sinnvolle Sache. Das Spiel ist jetzt natürlich keins der typischen, oh, mega Grafik, mega Sound und dafür muss man dann viel Geld ausgeben, sondern ist wirklich ein kleines Game, was aber einen wirklich nicht zu verachtenden Suchtappeal hat und wirklich auf lange Zeit motivieren kann. Ja, natürlich hat die Card-Version speichert die Highscores, das ist klar, das tut die Disc-Version nicht. Hier haben wir den Dings, hier kann man jumpen. Nein! Oh, verdammt. Ja, das ist soweit Downfall. Ich finde es ein ganz cooles Game, mir macht Spaß und ich würde sagen, wer Bock hat, mal die paar Euro auszugeben und eh ein Jaguar-Sammler ist, der kann es sich gerne zulegen. Macht wirklich ziemlich Spaß. Ich möchte mich nochmal bei CJ und Kev bedanken für das Muster, dass ich da ein Review machen konnte, schon vorzeitig, bevor das Spiel da ist. Thank you guys for giving me a review sample to make a video review for your game and thank you for that. Ja, ich spiele jetzt einfach noch ein bisschen, ein paar Minütchen. Wer Bock hat, kann sich dann Gameplay pur reinziehen, ohne mein dummes Gelaber. Und ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Bye!
myself in Japan. Nom nom nom. Let it go. Game over, man. Das war's. Vielen Dank.